Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch. Vielen lieben Dank. Ganz herzlich willkommen. Hallo, liebes Saarland. Hallo zu Hause an den Bildschirmen. Man sieht, ich bin selber so ein bisschen hier fehl auf meiner eigenen Bühne. Ne? Ich komme gar nicht richtig an meinen Platz hier. Ich stelle mich mal mehr in die Mitte. So ist es schöner, oder? Dekorativ. Also, ich verrate, glaube ich, nichts Neues, wenn ich sage, das wird richtig musikalisch heute. Ja? Um so viele Instrumente zu bedienen, braucht man zwei Leute. Ich habe ein Duo zu Gast. Ich habe sie damals in München kennengelernt, auch wenn sie da gar nicht mehr wohnen. Aber deswegen wollte ich sie eigentlich ankündigen mit so einem zünftigen Stanzel. Ja, kennt ihr das so? Ach, Stanzel, habe ich mir gedacht so. Aber nun ist es so, wenn man dann den Dialekt nicht richtig beherrscht, kann das ziemlich schnell sehr peinlich werden. Und außerdem ergeben Stanzels nur Sinn, wenn man rotzbesoffen ist. Habe ich dann gelassen. Da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich halt zur klassischen Stanze aus der italienischen Tradition und habe Ihnen einige davon verfasst, also ein paar fünfhebige jambische Achtzeile im Format AB, 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 CC mit abwechselnd weiblicher und männlicher Kadenz. Ne, kennt man ja. Also. Und das klingt dann so. Weil Kunst ja lange nicht von Relevanz war und finanziell noch heute im Lazarett, bringt dieses Liederduo im Bilanzjahr die eigene Beziehung aufs Parkett. Das macht die fiese Krise ganz klar tanzbar und schenkt uns sprachverliebtes Kabarett. Wo Melodien und Metaphern balgen, schwingt Schwarzhumor im Takt wie schlaff am Galgen. Sie angeln ihre Fans mit Ohrwurmnummern. Bei ihnen kann dank bester Showchemie im kleinsten Zwinkern ein Humorsturm schlummern, die Hochzeit von Verstand und Poesie. Wo Poppets häufig wie ein Bohrturm wummern, wippt hier beschwingt sogar im Stroh das Vieh. Sie paaren Herz mit Witz, der aus dem Bauch kroch, und wunderschöne Reime haben sie auch noch. Die sanfte Elegie von Black und Schobert trifft Hymnenharmonien wie bei Queen. So wird der Saal direkt vom Fleck erobert, denn hat man ihnen erst Gehör geliehen, ist gleich, was dieses Paar an Text geprobt hat, kann Simon mit Garfunkel sich verziehen. Zwei Barden für die Neuzeit, knackefrisch, begrüßen Sie ganz herzlich Mackefisch! Mackefisch, viel Spaß! Hallo, schönen guten Abend. Ja, hallo, ihr kleinen Engelberts. Engelbertsies. Ingis? Dürfen wir euch Ingis nennen? Nee? Nee. Okay. Wie ja, wollt ihr heißen? Ingberta. Ingberta. Gut. Klingt ein bisschen ernst. Gar nicht so süß, wie ich mir euch vorgestellt habe. Ich finde die schon süß. Wir freuen uns sehr, euch zu sehen, tatsächlich. Wir sind immer noch, glaube ich, einfach irgendwie total überwältigt, so viele Leute in echt, in 3D vor uns zu sehen. Mm. Wir haben uns so alle, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen daran gewöhnt, Menschen auf Bildschirmen zu sehen, ne? So über Zoom-Calls und so. Und im Verglichen mit dem richtigen Face-to-Face muss man sagen, das ist halt einfach nichts. Ne? Aber man kann dem auch was abgewinnen. Oh ja. Das Leben strahlt in neuem digitalen Glanz. Eine ganze Welt per Videochat. Yay! Physische Distanz. Manchen reicht das nicht, aber ich bin frohen Mutes. Die Mattscheibengesichter, sie haben auch was Gutes. Arreiei. Wohnzimmer, ich kenne jetzt alle eure Wohnzimmer. Da hat sich Covid schon gelohnt, immerzu hab ich gedacht, was der wohl daheim so macht und wie es aussieht, wo es macht in seinem Wohnzimmer. Ich kenn jetzt alle eure Wohnzimmer, da hat sich Covid schon gelohnt, immer
aber schon wollte ich wissen, welche Farbe haben die Kissen auf der Couch in meinem. Das nächste Mal auch treff, diese Bilder bleiben prägend wie Hypnose. Ich seh nur noch Kontrollverlust in Jogginghose. Früher sang Van Dannen über räumliche Distanz, heute ist verbale Nähe unsere neue Eleganz. Alle sind authentisch, alle sind wie ich und du. Alle sind alleine, doch sie schauen sich dabei zu in ihrem Wohnzimmer. Ich kenn jetzt alle eure Wohnzimmer. Ich schau schon immer gerne mal, hat der Bücher im Regal, Harry Potter oder Kant oder Bilder an der Wand, wie ist sein Wohnzimmer? Zeigt mir alle eure Wohnzimmer. Zeig mir deinen ganzen Mist und ich sag dir, wer du bist oder wer du gerne wärst. Zeit, dass du das klärst. Filmt euch, dann seid ihr nicht so einsam. Die Kamera, die Follower. Aufgeräumt. Aufgeräumt. Gib es zu, du hast aufgeräumt. Das ist doch sonst bei dir sicher nicht so aufgeräumt. Gib es zu, du hast oder Journalisten erkenne ich an seinem Zimmer, seinem Tristen. Ich erkenne jeden Tisch und jedes Sofa. Ich kenne jetzt sogar die Bude von Jan Hofer. Sogar der hat damals aus seinem Zimmer raus was gefilmt, ne? Ach, Jan Hofer. Ist das nicht der nette Herr aus der Tagesschau? Ja. Mhm. Also, jetzt nicht mehr. Ach so. Ja, weißt du, kaum schreiben wir den in unser Lied rein, zack, geht der in Rente, der Hund. Ja, aber der jedenfalls, ne? Und sogar der hat aufgeräumt. Jan Hofer hat aufgeräumt, auch bei dem ist es sonst sicher nicht so aufgeräumt. Geben Sie zu, Sie haben aufgeräumt. Dankeschön. Nun haben wir direkt mal eine kleine Gebrauchsanweisung für euch mitgebracht. Sie heißt Brot und ist unseren Müttern gewidmet. Künstler bitte nicht füttern, auch wenn die zerlumpt im Eck stehen, leben die bei ihren Müttern wie die Maden im Speck. Künstler bitte nicht füttern, ich weiß, die schauen so nett, doch der Wohlstand wird sie verbittern, der macht sie genügsam und fett. Künstler geraten die wirkliche Not, im Notfall ziehen die sich aus und bekommen dafür des Künstlers Brot. Irgendeinen Applaus. Ha, ganz von alleine. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie die funktionieren, gell? Also eigentlich hätte Peter sich erst ausziehen müssen und dann wäre der Applaus gekommen. Aber nee, das ist schon gut so gewesen. Auch so, total schön, dankeschön. Applaus, 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 Applaus für Luft und Liebe. Das brauchen Künstler so wie Autos, ihre Schaltgetriebe. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf und gib ihnen bloß kein Brot. Ein voller Magen ist des Künstlers künstlerischer Tod. Thank you.
Künstler bitte nicht füttern. Die brauchen das Hungergefühl, um guten Content zu twittern. Von Berlin bis Dinkelsbühl. Künstler bitte nicht füttern, bitte auch nicht mit Geld. Das landet nur bei ihren Müttern, weil den Künstlern das Geld nicht gefällt. Künstler geraten die wirkliche Not, im Notfall machen die Spaß und bekommen dafür des Künstlers Brot. Applaus. Also Leute, das wäre doch echt nicht nötig gewesen. Aber naja, wir nehmen es mit. Oder irgend sowas. Applaus, 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 Applaus für Luft und Liebe. Das brauchen Künstler so wie Autos, ihre Schaltgetriebe. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf und gib ihnen bloß kein Brot. Ein voller Magen ist des Künstlers künstlerischer Tod. Künstler bin, mich darf man füttern müssen, denn ich bin Künstlerin, ich bin Künstlerin, ich bin Künstlerin. Ich zieh mich gerne aus und ich mach mich zum Idiot, aber gib mir zum Applaus bitteschön ein echtes Brot. Ihr habt ja noch eine Energie. Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen Dank. In dem nächsten Lied, das ist ein Märchen und da kommt ein Tier vor. Und ja, es wäre ganz toll, wenn ihr ein Tiergeräusch machen würdet an einer bestimmten Stelle. Und ja, um zu prüfen, wie intuitiv schnell könnt ihr reagieren, würden wir euch jetzt vorher nicht sagen, was für ein Tiergeräusch, sondern das solltet ihr einfach direkt spontan richtig machen. Könnt ihr das? Gut. Ich krieg das schon hin, das ist nicht so schwer, ihr schafft das schon. Aber verkackt's nicht. Das wäre uns auch wichtig. Ja. Ein Märchen über die Angst vor dem Fremden. Nicht in den Wald, mein Kind, geh da nicht hin. Geh nicht in den Wald, mein Kind, du weißt, es macht keinen Sinn. Hör nicht auf den Wolf, mein Kind, hör da einfach nicht hin. Hör nicht auf den Wolf, mein Kind, er hat etwas anderes im Sinn. Einfach nicht, ich kann dir nicht sagen, warum. Manche Dinge sind halt so, ein jeder sieht das ein. Du bleibst hier und merkst dir, dass der Wolf darf hier nicht rein. Heute ist auch zurück.
nächste Lied erzählt eigentlich ein ganzes Leben oder eigentlich zwei ganze Leben mit allem, was dazugehört. Ne? So mit seinen schönen kleinen Dingen und mit den kleinen Krisen, die man so durchlebt, die einem einfach, wenn man sie durchlebt, natürlich wie sehr große Krisen vorkommen. Normalität halt. Aber eine Normalität, die gerade für immer mehr Menschen zerstört wird, wenn man so aus sich umschaut und sieht, was auf der Welt los ist, vor allem was in der Ukraine gerade los ist. Und wir möchten das Lied aber spielen mit dem Hintergedanken, dass hoffentlich bald wieder mehr Menschen ein Leben so nach ihren Vorstellungen friedlich führen können, dass ihnen ihre kleinen Lebensprobleme wieder richtig groß vorkommen, einfach weil es die größten Probleme sind, die sie haben. Wenn man jetzt so ein ganzes Leben umspannt erzählt, zumindest wir merken dann, wir können, was die zweite Lebenshälfte angeht, noch nicht so richtig aus Erfahrung sprechen. Und um dieses Problem so ein bisschen zu kaschieren, haben wir gedacht, wir erzählen das Lied einfach rückwärts. Es trägt den Titel Armbanduhren. Wenn du mit einem Mädchen gehst, plane nicht zu weit voraus. Denn die Geschichten, die man sich ausdenkt, gehen oft ganz anders aus. Wenn du mit einem Mädchen gehst, frag dich nicht nach eurem Glück. Mach es wie ich und schau erst später im Alter auf damals zurück. Wir hatten das Leben so weit gemeistert, irgendwie stolz und verblüfft. Wer hätte gedacht, dass nostalgisches Schwärmen gegen Rheuma und Alzheimer hilft? Die Kinder waren erwachsen und hatten sich soweit ganz gut gemacht. Wir haben sie scheinbar wie durch ein Wunder auf die richtigen Wege gebracht. Und wir beide tragen Armbanduhren, die gingen mit uns durch die Zeit. Wir waren stets für alles Neue und das Neue für uns bereit. Und wir beide tragen Armbanduhren, die stehen seit Jahren still. Man könnte sie ja reparieren lassen, doch wir wissen nicht so recht, ob man das will. Diese Krise mit 50, die war echt übel, das Feuer schien aus. Du hattest im Groll mein Klavier verkauft und ich schmiss deine Gitarre zum Fenster hinaus. Doch das Feuer ist nie ganz erloschen, die Glut war ja immer noch da. Und wir haben es geschafft, es neu zu entfachen nach diesem verregneten Jahr. Die Kinder ganz pubertär, die Tochter dreht durch und der Sohn wird zum Tier und du hast nur gelächelt, schau mich nicht so an, das Durchdrehen haben die eindeutig von dir. Und natürlich sowas wie Hochzeit, ein Versprechen mehr an einem See, dass auch wenn es mal schwer wird, du stets hinter mir und ich weiterhin hinter dir steh. Wir beide tragen Armbanduhren, die gingen mit uns durch die Zeit. Wir waren stets für alles Neue und das Neue für uns bereit. Und wir beide tragen Armbanduhren, die stehen seit Jahren still. Man könnte sie ja reparieren lassen, doch wir wissen nicht so recht, ob man das will. Damals noch vergleichsweise jung. Und der Wagen rollt mit einer Leichtigkeit, auch ohne gemeinsame Erinnerung. Und wir beide
auf einer Wiese vorm Zelt. Das Geld war auch damals schon knapp. Und wir zählen Gedanken und lachen uns minutenlang über irgendwas schlapp. Ich schrieb dir damals ein Lied über ein Leben, das noch nicht war. Und ich sang es dir vor und ich war so nervös. Wer wäre das nicht, ist doch klar. Und ich schrieb dir damals ein kleines Lied, erinnerst du dich noch daran? Es hat dir gefallen, hast du gesagt, und so fing alles an. Dankeschön. Wir haben uns mit dem Thema Glück beschäftigt und da kommen einem sehr schnell interessante Vokabeln, ja, laufen einem über den Weg. Und zwar zum Beispiel Endorphin, ein Glückshormon. Kennt ihr das? Oh, spärliche Reaktion. Ach Gott. Trauriger Haufen hier. St. Ingbert. Ingis, was ist los? Kennt ihr Serotonin? Yes. Ah, oh, da essen viele Schokolade hier. Und kennt ihr Oxytocin? Yeah. Ja. Ach cool, okay. Wisst ihr, wie, was der Volksmund zu, wie, was, wie sagt der Volksmund zu Oxytocin? Huch, da kam ganz viel. Entbindungshormon und Schwangerschaftshormon kamen da. Noch was anderes, also der Volksmund. Der Volksmund ist nicht so, also nicht der. Ja, da sitzt der Volksmund. Wenn einer Fragen hat, da ist der Volksmund. Das Kuschelhormon, nochmal für alle. Ja, genau. Das ist ganz gut, wenn ihr das wisst, einfach für das folgende Lied, weil diese Fremdwörter, für manche sind es Fremdwörter, weil andere sind, manche sind glücklicher, manche weniger glücklich, aber man muss die Wörter auch nicht unbedingt kennen, um glücklich zu sein. Also was ich sagen möchte, ist, die kommen im nächsten Lied vor, weil es geht um Glück. Ja. Wollt ihr noch was wissen? Nee? Habt ihr Fragen? Das wäre jetzt eine gute Stelle. Nee? Okay. Ja, dann fangen wir an. Vielleicht noch kurz von meiner Seite die Frage, wie steht ihr zum Meerschweinchen? Ja, nein, lecker, mit Kartoffeln, irgendwas. Okay, ihr findet Meerschweinchen lustig. Lächerlich. Na gut. Ja, es ist ein Lied über eine ganz große Freundschaft. Sitzt du in der Küche und du schneidest wieder Zwiebeln. Denn wenn du weinen musst, dann kannst du's auf die Zwiebeln schieben. Was eigentlich egal ist, denn du bist ja eh allein. Niemand schaut dir zu, außer dein kleines Meerschweinchen. Es sitzt auch in der Küche und es schenkt dir diesen Blick, den du nicht verstehst, vielleicht ein neuer Psychotick. Doch irgendwie, da spürst du dieses Tier, das nimmt dich ernst. Das ist er, der Moment, wo du vom Leben etwas lernst. Denn weinen sollte keiner allein. Und das Glück, das sitzt im Bauch. Darum halten die Menschen sich Meerschweinchen und manchen Meerschweinchen halten sie Lauch hin. Tiere kuscheln ist gut. Seele, das produziert Oxytocin. Menschen kuscheln ginge auch, aber wo kämen wir denn dahin? Mm-hmm.
das Meerschweinchen und du. Du fragst, möchtest du Fernsehen? Das Meerschwein hört dir zu. Du fragst, möchtest du Fernsehen? Das Meerschweinchen nickt, während es verstohlen zu der Chipsschüssel blickt. Du lachst, du gibst ihm Lauch, du tätschelst seinen Bauch und schaltest Fußball ein, denn du spürst, das will es auch. Das Spiel bringt dich zum Weinen, das Meerschwein schaut dich an, was irgendwie trotz allem schon auch einfach schön sein kann. Denn weinen sollte keiner allein und das Glück, das sitzt im Bauch. Darum treffen sich Menschen im Fußballverein oder tauen sich Pizza auf. Schokolade essen ist gut für die Seele, das produziert Serotonin. Fahrradfahren ginge zum Beispiel auch, aber wo fährt man denn dann hin? Zu laufen. Es tut dir leid, du möchtest ihm irgendwas Kleines kaufen. Es sah so traurig aus, wie es danach im Käfig lag. Du schlenderst durch die Stadt und fragst dich, was das Meerschwein mag. Klassische Musik, vielleicht auch Rindfleisch oder Trauben. Es ist kalt, der Wind treibt dir die Tränen in die Augen. Kleintiershop passiert dir dann, was jedem Mal passiert. Du kaufst dir noch ein Meerschweinchen, die sind grad reduziert. Weinen sollte keiner allein und das Glück, das sitzt im Bauch. Darum quetschen sich Menschen in Kaufhäuser rein, wenn es eigentlich nur etwas Lauch braucht. Schnäppchen finden ist gut für die Seele, das produziert Endorphin. Beischlaf ginge zum Beispiel auch, aber wo kämen wir denn dahin? Sich gleich ernst genommen und kurz darauf, da haben sie auch noch Babys bekommen. Nun sitzt du da und deine Tränen laufen wie noch nie. Anscheinend hast du eine Meerschweinchenhaarallergie. Seit Monaten, da weinst du scheinbar grundlos wie verrückt. Nun weißt du, wer dran schuld ist, das ist das größte Glück. Vielen Dank. Sind unter euch Paare? Die haben ja auch keine Glückshormone, dann haben sie auch wahrscheinlich obwohl, vielleicht gerade deswegen. Ja, das hängt nicht unbedingt zusammen. Oder nee. Pärchen? Pärchen anwesend? Okay, niemand? Ach Gott. Naja, so ist es manchmal. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. falls es euch interessiert hat, wie das so ist, wenn man ein Pärchen ist, kann ja sein, also wenn man das selbst noch nicht so erlebt hat. Wir haben da Erfahrungen miteinander. Und ja, wir haben aus der Erfahrung der letzten zweieinhalb Jahre ein bisschen geschöpft. Da gab es nämlich so dieses schöne Phänomen, so als Paar, wenn man in einem Haushalt lebt, dass man vielleicht mal so plötzlich, ganz, ganz unvorhergesehen, 10 Tage Zeit hatte, sich zusammen zu Hause in der Wohnung komplett nur auf die Beziehung zu konzentrieren. Voll schön. Ja, das ist. Das war eine unfassbar schöne Chance, den anderen mal so richtig kennenzulernen. Weil sonst hat man ja immer nicht genug Zeit und ist irgendwie unterwegs und so und sowas. Also, das war einfach. Voll schön. Genau. Eine einmalige Gelegenheit. Und die hat uns inspiriert zu einem Liebeslied.
Und dieses absolute Liebeslied, das spielen wir jetzt. Es heißt Anker. Leider bist du auch der Sand, bist die Rast auf einer Reise, die ich nie beginnen wollte. Und auf hoher See mein Anker, doch ich wär lieber an Land. Bist in der Dunkelheit die Fackel, die mich unerträglich blendet. Bist der Unterstand im Regen, wenn ich dringend Wasser brauch. Bist die Arche in den Fluten, doch die Flut geht auf dein Konto. Und im Krieg bist du ein Bunker, die Bomben bist du auch, doch bitte halte mich zeitweise fest, ich brauche dich teilweise echt. Du bist dieser eine Mensch, der mich am allerbesten kennt, und du bist meistens die Person, die unseren Müll trennt. Wir teilen uns ein Leben und jede Menge Pflichten. Ich bin für dich die Süßeste unter den faulen Früchten. Ich bin der Regen auf die Wunde, besser als gar nichts. Bin der Sand in der Oase, sinnlos, aber da. Bin die Rast auf einer Fackel, irgendwie nicht sehr erholsam. Und auf hoher See ein Konto, dabei zahlt man dort in bar. Ich bin die Arche in der Wüste, leider keine große Hilfe. Dunkelheit ein Pflaster, gut gemeint, doch nicht so toll. In den Fluten wie ein Bunker, unter Wasser voller Bomben. Und im Krieg bin ich ein Anker, ich weiß auch nicht, was das soll. Doch bitte halte mich zeitweise fest, ich brauche dich teilweise echt. Bitte halte mich. Vielleicht hat sich ja jemand wiedergefunden. Ja, oder die, die es interessiert hat. Die wissen jetzt, was auf sie zukommt, wenn sie sich einen Partner suchen. Es ist sehr schön. Meistens. Schön. Was auch schön ist, ist Glitzer. Und ich habe euch akustischen Glitzer mitgebracht. Ansonsten, optisch sieht es eher aus wie Müll. Aber, naja. Glitzer ist ja auch, also Glitzer, was man so, ne, dieses so Glitzer, ist ja auch meistens Mikroplastik, ist auch Müll eigentlich, von daher schließt sich der Kreis. Aber hier jetzt einfach ein bisschen akustischer Glitzer und der wird ein bisschen eingesetzt im nächsten Lied, weil ja, sind irgendwie krasse Zeiten und da kann man ein bisschen Glitzer manchmal gebrauchen. Nicht zu viel, sonst, wenn man zu viel Glitzer in den Augen hat, dann sieht man ja nichts mehr. Ja, und das folgende Lied heißt Der Größenwalzer und befasst sich genau damit, dem menschlichen Größenwahn und unserer Lust zu tanzen. Liebling, die Lage ist ernst,
die Welt geht langsam vor die Hunde und wir zwei haben nicht mal das Geld für eine extra Runde. Zum Mars schaffen wir's nicht und der Mond ist mir zu kahl. Vielleicht sitzen wir hier schlicht und einfach zum letzten Mal. Und nun schau ich mir diese kalten Spaghetti an, die du so gerne magst. Und du weißt, was ich denke und streust Konfetti dran. Und du sagst, ja, die Gletscher tauen und Länder versinken, doch man muss auch schauen, wo Möglichkeiten winken, denn die Inseln aus Plastikmüll auf hoher See, die sind neu bewohnbares Land ins B. Und du sagst, tanz mit mir in den Untergang und dann dir ist so viel Glitzer dran. Dazu so schön entblößen kann. Und ich schau meine Füße an, weil ich den Untergang nicht kann. Liebling, ich weiß, du meinst, es wird nicht alles so heiß gegessen. Und mein Ernst der Lage, der sei doch vielleicht etwas zu vermessen. Aber ich schau tief ins Glas. Und dort sehe ich ganz viel Hass, Mauern, Wohnungsnot und Feinstaubangst, die alles kurz und klein haut. Und am Grund, da sehe ich mein Spiegelbild, mein Anblick macht des Fuchsteufels wild. Ich frag dich, ob man das ändern kann, da machst du die Disco-Kugel an. Du sagst, wenn es mal wieder ordentlich kracht, weil fast jeder heut in Atombomben macht, wird die Artenvielfalt wenigstens profitieren davon, dass ich dadurch ganz neue Mutanten formiere. Und du sagst, tanz mit mir in den Untergang und dann dir ist so viel Glitzer dran und die Geigen zupfen in Größenwahn, weil man sich dazu so schön entblößen kann. Und ich schau meine Füße an, weil ich den Untergang nicht kann. Zu kalt, die Erde zu warm, die Gesellschaft zu alt und die Armen zu arm. All die Tierarten sterben aus und irgendwie spenden die Menschen Applaus für rechte Parolen und dumme Lieder und immer 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 wieder sagst du, tanz mit mir in den Glitzer dran und die Geigen zupfen in Größenwahn, weil man sich dazu so schön entblößen kann. Also tanz ich mit dir eine Runde und die Welt geht vor die Katzen. Ja, Mensch, ihr Lieben. Das. Ja, tut immer auch ein bisschen weh, das Lied. Ja, das war jetzt ein bisschen eine emotionale Achterbahnfahrt, irgendwie nie hier Untergang tanzen und so. Und das ist natürlich gut, wir kommen langsam zum Ende und es ist gut, den Abend eigentlich eher emotional klar, im Reinen, mit einer klaren Emotion einfach zu beenden. Deswegen haben wir uns gedacht, ziehen wir jetzt die Stimmung nochmal richtig runter. Mit dem, das nächste Lied befasst sich halt auch ein bisschen mit dem Thema, ja, ich sag mal, mit dem Gesundheitszustand unseres Planeten. Und das ist einfach ein bisschen ein Downer, das Thema, das wissen wir auch. Aber wir sind schon auch im Grunde unserer Herzen Optimisten und sind der Überzeugung, wir können da noch was tun. Ja, wir müssen eben auch was tun. Ja, also werden wir was tun. Tun. Thank you.
Liebe Zeitgenossen, reißt euch bitte mal zusammen. Ich will, dass unsere Kinder noch was von der Erde haben. Ich sorge mich ums Klima und die nächste Generation. Es wird sich so viel ändern und das spüren wir ja schon. Drum verzichten wir auf Luxus, da denken wir voraus. Wir steigen aus dem Auto und auch aus der Kohle aus. Wir kaufen enkeltauglich ein und sparen beim Verbrauch. Und wenn wir dann mal Kinder haben, machen die das auch. Denn dann stoppen wir zusammen vielleicht noch die Katastrophe. Dann hätte ich nur noch eine Sorge, eigentlich eine doofe. Unser potenzieller Enkel, wer weiß, wie der so wird. Wir geben uns vielleicht hier Mühe und der würdigt das dann nicht. Der kommt vielleicht nach unserem potenziellen Schwiegersohn. Am Ende retten wir die Welt für so ein kleines Sackgesicht. Versteht mich hier nicht falsch, die meisten Enkel sind ein Segen. Radikaler Umweltschutz lohnt sich schon ihretwegen. Heute ökologisch leben rettet bald Millionen. Für gute Enkelkinder würde sich das ja auch lohnen. Aber mein potenzieller Enkel, wer weiß, was das für ein Typ ist. Vielleicht wird er ein Ego-Schwein, der all das nicht verdient. Mein potenzieller Enkel, ein ekelvoller Hybris. Ein Übeltäter, der vor Weihnachten den Engel mimt. Und bittet man den Enkel dann irgendwann um Hilfe, weil man Probleme hat mit der Teleportation. Dann wird man noch belächelt, weil die Alten ja nichts checken. Und dann will er noch Taschengeld für sich und seinen Klon. Unser potenzieller Enkel, dieser kleine Drecksack, das ganze Jahr ein Arschloch und dann sollen wir dem was schenken. Unser potenzieller Enkel oder unsere Enkelin, für diese faule Sau sollen wir uns heute auch noch beschränken. Unser potenzieller Enkel, dieser Undank auf zwei Beinen, der weiß gar nicht zu schätzen. Jeder Apfel, den er frisst, ist das Ergebnis unserer Rücksicht. Der Racker braucht nicht meinen, dass Obst in seinen Zeiten noch so selbstverständlich ist. Der malt bestimmt versaute Bilder auf ein öffentliches Klo. Wobei, ich glaube, von dir gibt's sowas auch noch irgendwo. Womöglich ist der kleine Arschkeks für uns wie ein Spiegel. Der potenzielle Enkel ist vielleicht gar nicht so übel. Unser potenzieller Enkel ist ein potenzieller Schatz. Er hätte meine Augen und dein Lächeln, dieser Fratz. Er käme sicher sonntags immer zu Besuch gebeamt und würde uns erklären, wie man Mittagessen streamt. Für diesen potenziellen Engel, der genauso schnarcht wie du, würde ich alles tun, und wenn's das Letzte ist, was ich tue. Also, liebe Zeitgenossen, reißt euch bitte mal zusammen. Eure Gedankenlosigkeit in Sachen Umwelt ist zum Kotzen. Wie widerlich ist die Idee, von solchen Wichsern abzustammen, die sich anmaßen, auf Kosten ihrer Nachwelt zu schmarotzen. Ich wünsch euch Ignoranten ewige Unfruchtbarkeit. Aber meinem Enkel wünsch ich echt ne geile Zeit. Vielen Dank, wir sind Marco Fisch. War uns eine Freude. Das war Macke Fisch. Lucy Mackert und Peter Fischer, euer Publikum. Macke Fisch. Mit ihrem Programm Harmonie-Niedergang. Sehr nicer Titel übrigens. Macke Fisch.